Was geht, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Part von Stardew Valley. Es regnet, Jungs, das ist doch schön. Ja, maybe we boot up. Bla 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 blub blub blub. Nichtsdestotrotz, es regnet, Jungs, das heißt, es ist scheiße für Trüffel allgemein so. Und wir bekommen wieder kein Rabbit's Food, wie immer, standardmäßig. Ist das nice? Nicht. Allgemein haben wir auch. Wir haben nur 3 Eier bekommen. Was ist los mit euch, Jungs? Soll ich euch mehr Liebe entgegenbringen oder was? Dann legt ihr auch mal bitte ein bisschen mehr Eier, oder? Na, das ist echt nicht cool, auf jeden Fall, was da passiert. Und ich weiß auch nicht, warum das jetzt hier ein bisschen leckt. Moment, Jungs. Also, warum das leckt, habe ich jetzt echt keine Ahnung. Hab nichts anderes offen. Müsst ihr euch jetzt damit zufrieden geben. Ich kann jetzt auch nichts machen. So, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Milka. Nicht Milka. Was für Milka, Alter? Bergziege, okay, hat keine Milch. Mann, diese Ziegen, die nerven voll. Aber die Schafe haben schon mal. Ach komm, ey, ist sowas Sinnloses, ey. Die Schafe haben schon mal Wolle. Das ist an sich schon mal nützlich und wir müssen auf jeden Fall Futter kaufen. Stimmt, das sollten wir machen. Das machen wir dann auch in der nächsten Zeit. Was heißt hier in der nächsten Zeit? Das laber ich da eigentlich von Hundescheiße. Zack. Was soll ich denn sonst reintun? Das muss man reintun. Void Egg. Zack, ich mache sehr, sehr gern Void Mayonnaise. Ich finde das cool. So an sich, mehr gibt es auch nicht. Heute ist eh der unproduktive Tag. Damit du Bescheid wirst, jeder zweite Tag ist unproduktiv und jeder zweite Tag ist auch produktiv. So. Dieses Rare-Dinger da, die müssen auf jeden Fall wachsen. Und heute ist Freitag, das heißt, wir haben vielleicht eine Chance, ein Rabbit's Foot zu bekommen beim Traveling Card. Ich hoffe, man findet es dort. Das wäre cool. Wir werden auch gleich nachgucken, wenn wir unsere Arbeit hier erledigt haben. So, da bekommen wir wie standardgemäß unsere Aprikosen. Sehr schön. Komm. Nimm dich auch noch mit. Dass das so ein bisschen komisch leckt, ich weiß nicht warum, aber. Hat so ein bisschen FPS-Einbrüche. Ich weiß nicht warum, aber kann ich es jetzt auch nicht beheben. Stört mich, wie gesagt, auch selber ein bisschen beim Zocken. Aber ich glaube so, es fällt euch glaube ich auch nicht so sehr auf. Ich hoffe es zumindest mal. So, zack, 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 zack. Gut, Jungs. Wir müssen auf jeden Fall Futter kaufen und wir gehen ja eh runter, weil wir ja Futter kaufen wollen und allgemein ja zum Traveling Card wollen. Deswegen müssen wir eh hier runter. Und hier gibt es schon ziemlich viel Gras, also hier könnte man auch, naja, hier könnte man auch ziemlich viel, Rasen mähen oder gesagt, ja, Supply Shop so. So hier. Holen wir jetzt einfach ziemlich viel. Ich würde sagen, bis 25.000 holen wir uns hier. Ja, ungefähr bis 25.000. Jetzt müssen wir genug haben. Und sich mähen wir ja auch so oder so noch den Rasen und so. Da haben wir jetzt erstmal fürs Erste schon mal genug Futter. So, bitte. Verkauf was Schönes. Rare Seed. Ja, von mir aus. Naja, sonst hat die auch nichts. Das ist ein bisschen uncool, aber was willst du machen?
sagen, diesen Rasen mähen wir auch sogar ein bisschen, oder? Komm. Ich würde sagen, wir verbessern unsere Axt auch jetzt mal. Langsam, weil... Schließlich wollen wir auch unsere Axt verbessern, denke ich mal, oder? So, zack. Hier wächst auch einigermaßen immer wieder was nach, ne? Wenn man es so sieht. Wir haben schon ziemlich Futter so. Wir bekommen auch ziemlich Futter so. Durchs Gras. So, jetzt müssten wir auch... hier was bekommen. Also heute ist auf jeden Fall unproduktiv bis zum Gehtnimmer, weil wir haben nicht mal Trüffel noch. Trüffel haben wir auch nicht. Das heißt, wir kriegen nicht mal... Ich glaube, wir kriegen so 5000 höchstens. So. Sorry. So, dann tue ich das Rare-Seed auch noch anpflanzen. Tun wir auch noch hier hin. Gut. So sieht es eigentlich gut aus. So, was wollte ich jetzt machen? Ich kann ja gleich zum Strand gehen und an sich wollte ich ja, glaube ich, ja, genau, ich wollte meine Axt verbessern. Hä, hey, was ist passiert gerade? Gut, wir haben nicht so viel Gold. So viele Goldbahnen haben wir jetzt auch nicht. Na naja, gut. Aber wir können zwei schmelzen lassen. Hey, was ist denn jetzt gerade passiert? Irgendwas ist gerade abgefackelt oder so. Komisch. Egal. Gehen wir zum Strand, Jungs. Und da können wir auch eigentlich angeln gehen. Weil das machen wir ja auch ab und das machen wir ja auch öfters jetzt. Wir gehen einfach angeln im Mountain Lake. Damit wir unser Dinosaurier-Ei bekommen und so weiter. Aber in diesem Part, glaube ich, schaffen wir es nicht bis zum Sommer. Weil im Sommer, da geht es dann absolut weiter, ja. Da kriegt man auch neue Sachen zu Gesicht. Das wird auf jeden Fall cool. So. Also wir werden auf jeden Fall den Bundle completen. Da fehlt uns nur noch ein Bundle. Und da müssen wir bis zum Herbst warten. Und wir müssen natürlich warten, bis wir einen Krabbenpott bekommen. Ein Rabbit's Foot. Genau. Und das ist halt, ja, so das Schwierige. Mich juckt nicht mal das zu verkaufen. Mich juckt das überhaupt nicht. Ich will das halt nur einfach nur in Community Center reintun, damit wir das erledigt haben und dann. Dann sind nur noch die leichten Sachen da. Der Rest ist eigentlich nur noch warten. Und das ist nicht schwer zu warten. Absolut nicht. Weil ich weiß, wie das alles ist, wie man das macht und so weiter. Den Rest ist nur warten. Vielleicht kriege ich auch Artefakte hier. Nö, noch nicht mal die Chance. Ja, komm, das kannst du vergessen. Genau, auf jeden Fall erstmal angeln.
Und hoffen, dass wir ein paar Schätze bekommen und hoffentlich endlich mal das Dinosaurier-Eck. Aber das ist das Seltenste. Also das müssen wir auch auf jeden Fall erreichen. Ansonsten ist eigentlich alles sonst so meine Ziele. Die sind alle machbar. Ich konzentriere mich jetzt erstmal ausschließlich aufs Community Center und auf das Dinosaurier-Ei. Wenn wir die beiden haben, dann können wir auf jeden Fall weiter gucken. Und mit dem Geld technisch, so Geldziele sind auf jeden Fall eigentlich jetzt erstmal das letzte Haus-Upgrade ist das nächste Ziel. So an sich. Und dann. Was habe ich denn noch für Ziele? Ich will den Rest, die restlichen Gebäude bauen. Es ist jetzt nur noch die Slime Hutch, glaube ich, die Shed. Und noch irgendwas, glaube ich. So, lass einfach einen Schatz spawnen, bitte. Ja. Ich muss mir auf jeden Fall mal alle Ziele aufschreiben, die ich mal machen will. Für Stardew Valley. Scheiß mir auf jeden Fall irgendwann mal an den Rand. Warum nicht eigentlich jetzt? Können wir eigentlich auch jetzt machen. So. Ja, das mit Community Center Bundle brauche ich jetzt nicht aufzuschreiben. Fuck. Mann. Da habe ich es verlässlich geschrieben. So, ich habe jetzt mir schon mal 4 Ziele aufgeschrieben. Wenn mir mehr einfallen, dann schreibe ich die auch gleich auf. Mann! Kann doch nicht sein, jedes Mal, wenn ich kurz davor fertig bin. Ich habe jetzt 5 Ziele aufgeschrieben. Schreib mir noch eins auf. Jawohl. Okay, das war wieder kurz davor. So, aber immer noch keinen Schatz, oder? Ja. Komm, mal vergessen eigentlich heute. Es kommt einfach kein Schatz. Ja, komm, einen Versuch geben wir dem Ganzen noch. Ich habe jetzt 5 Ziele. Ne, 6 sogar. 6 Ziele, die wir auf jeden Fall noch machen. Und dabei ist noch nicht mal das Community Center.
So, ich habe das Community Center trotzdem mal aufgeschrieben. Ich sollte gehen. Ja, it's getting late. Hätte ich schon davor gucken müssen. So, ich glaube, das sind alle Ziele. Muss mir dann nochmal alles kurz noch angucken. Ich hoffe, das sind alle Ziele. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich habe mir aufgeschrieben, Dinosaurier-Ei, Journey of the Prairie King, Casino, Upgrades of Iridium, Rare Crows, Star Drops, Julia Membership, aber das ist ja auch kein Problem eigentlich, wenn wir das Community Center gemacht haben. Community Center habe ich auch aufgeschrieben. Dann so, warte mal. Über Nacht machen wir das noch. Alles auf Iridium. Ne, warte mal, was habe ich noch geschrieben? Alle Gebäude bauen und die Kataloge kaufen. Hier. Irgendwas fehlt da bestimmt noch. Alles craften schafft man sowieso nicht. Das werde ich auch nicht machen. Also alles craften könnt ihr auf jeden Fall vergessen. Mach nur alles, was so, was ich cool finde, weil ich kann doch nicht alles machen, ne? Also Jungs, chillt eure Base. Funktioniert nicht. So, die Quests und so weiter mache ich auf jeden Fall, das ist klar, aber so, jetzt könnte ich jetzt eigentlich die Axt verbessern. Das mache ich auch gleich, das kostet nur 10.000 dann. Und das ist ganz gechillt, Jungs. Und es ist Klassiko, dass ich immer noch kein Rabbit's Foot bekomme. So. Burger wieder nicht gemilkt, oder? Trüffel. Kokomel habe ich gemolken. Werkziege, dich habe ich gemolken. Joghurt, dich habe ich nicht gemolken, genau. Wo ist das Trüffel hin? Ja, hier. Wie für mich habe ich. Wir brauchen noch eine Ziege. Ja, die ist drin. Ja, die gibt sogar Milch. Sehr schön. Gut, also heute ist produktiv. Bis zum geht nimmer. Ich hoffe, ich krieg noch einen Trüffel. Ja, aber das ist Klassiker, dass es jetzt nach 3 Jahren kommt. So, jetzt haben wir Large Goat Milk. Ich würde sagen, zack, rein damit, oder? So, Dark Mike mit Mayonnaise. Wolle, zack.
Trüffelsack. Ist doch schön, oder Jungs? Und im nächsten Part sehen wir auf jeden Fall den Sommer. Das ist auf jeden Fall ziemlich geil. Endlich mal. Dann können wir unsere... Okay, was ist hier noch? Wir können noch nicht die Quests abschließen, aber wir können schon mal anfangen, die so langsam fertig zu machen. Ja? So, Hot Pepper. Zack, zack. Wir sollten mal voll viele Seeds auch sparen und die dann an einem Tag platzieren, damit die schön, damit wir die schön daraus an einem Tag dann schön profitieren können. So, ich hoffe, ich krieg noch einen Trüffel hier ab. Das wäre nett. Leg dir noch einen Trüffel, bitte. Naja, ist auch nicht so wichtig. So, zack. So, hat er jetzt endlich mal einen Trüffel gelegt. Na ja, komm, legt er dann wahrscheinlich abends. Ich hoffe, der legt es, wenn ich dann wieder komme, dass dann einfach da ein Trüffel liegt. Ich hoffe, das klappt so, ich weiß es gar nicht. So, wir könnten jetzt eigentlich schon mal mit 30.000 könnten wir uns schon einen Katalog holen. Wieso machen wir das eigentlich nicht? Damit wir das schon mal ein bisschen hinter uns haben. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Schmied hier mal, stimmt. So, dann... Nee, stimmt, ich weiß, warum wir das nicht machen, weil wir wollen ja die Gold... Ja, sollen wir auf Gold bringen. Stimmt, genau deswegen machen wir das nicht. Wir haben nur noch 20.000. Wieso verlieren wir eigentlich immer so viel Geld? Naja. Stimmt, wir haben ja auch voll viel ausgegeben für Futter. Ja, stimmt. Wir sind aber auf jeden Fall gerüstet mit dem Futter. Fürs Erste schon mal. Rechts haben wir noch nie geschaut, ne, glaube ich, ja. Da liegt jetzt immer viel. Und das nehme ich nie mit, warum auch immer. So. Soll ich mitnehmen? Das nehme ich auch mit. Oh, nicht schlecht, also. Vor Itching ist schon mal ziemlich gut. Ich würde trotzdem jetzt erstmal zu Robin gehen.
Wir gucken, was wir noch so alles brauchen für Gebäude. Das habe ich mir nämlich auch hier als Ziel hier aufgeschrieben. So. Construct Farm Buildings. Genau, so. Das haben wir noch nicht. Genau, das werden wir auf jeden Fall in nächster Zeit bauen. Und das haben wir nicht. Wir haben nur zwei Gebäude nicht. Die kosten zusammen 25.000. Zutaten. Naja, was heißt Zutaten? Also, was man dafür braucht, ist auf jeden Fall 500 Steine. Haben wir. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir so viele Steine haben. Aber wir haben auf jeden Fall ziemlich viel Refined Quartz. Iridium Bar. Na gut. Das brauchen wir auch. Wir brauchen 15 Iridium Bars. Wir brauchen dann 16 Iridium Bars insgesamt. Brauchen wir dann. Mhm. Müssen nämlich drei Sachen auf Iridium bringen. Von Upgrades her. Und hier brauchen wir auch ein Iridium Bar. Okay. Was habe ich hier noch so? Als Ziel. Und ein Katalog, glaube ich, ne? Ja. Der kostet 30.000. 30.000. Oh. An sich finde ich den Katalog sogar eigentlich ziemlich nützlich. Und dass wir beide dann coolen, das nützt eigentlich nur was. Da können wir schön alles dekorieren, wie wir wollen. Müssen wir nicht alles kaufen. Na gut. Legt der auch einen Trüffel, wenn ich... Der legt ja keinen Trüffel, wenn ich nicht da bin. Ach komm, den legt er morgen. Die legen auch morgen welche. Komm, sowas Nerviges, Alter. Zwölftausend. Ja. Ja, kann man leben. Da können wir auf jeden Fall im nächsten Part Katalog kaufen. Gut, aber ich würde sagen, das war's erstmal für diesen Part von Stardew Valley, meine Damen und Herren. Wir sehen uns im nächsten Part hier wieder, meine Damen und Herren. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Part von Stardew Valley.